Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sitze hier in meinem Model 3 und zwar in genau dem Model 3, was ich zusammen mit Götz vor ein paar Tagen aus Hamburg abgeholt habe. Und er hat erst wirklich 400 Kilometer damit gefahren und besitzt es erst seit ein paar Tagen und schon darf ich es mir ausleihen. Vielen Dank dafür, Götz. Und ich möchte jetzt rausfinden, wie wirkt sich eigentlich das Facelift aus auf die Geräuschentwicklung und auf den Verbrauch? Denn wir erinnern uns, das Facelift hat eine Doppelverglasung vorne und eine Wärmepumpe. Und das werde ich jetzt testen auf meiner Reichweitenstrecke von Bremen nach Bremerhaven und zwar im Vergleich zu einem identischen Pre-Facelift Model 3. Das hat mir wiederum Christian zur Verfügung gestellt vom Bremer Elektro-Stammtisch. Christian, vielen Dank dafür. Also ich finde, das wird ein sehr interessanter Test und deswegen bleibt dran. Ja, und ich bin jetzt hier bei Götz und Christine zu Hause in Achim und der Götz hat ja vor 7 Tagen ungefähr mit mir zusammen sein Model 3 abgeholt und jetzt ist ungefähr eine Woche rum und jetzt frage ich die beiden mal, ob es ihnen denn noch gefällt. Ja, klar gefällt es uns, nur dass ich bisher gar nicht oft damit fahren durfte, weil Götz immer mit dem Auto unterwegs ist. Na ja gut, ich fahre damit nach Hamburg und wenn ich ihn da habe, dann bleibt er da und damit fahre ich dann auch vor Ort durch die Gegend. Aber bist du noch nicht liegen geblieben? Ich bin definitiv nicht liegen geblieben. Ich habe diverse Ladestationen ausprobiert in der Nachbarschaft, um meine Arbeitsstätte rum, Schnellladen, Normalladen, alles super, gar kein Problem. Was sagen die Kollegen? Die Kollegen sind begeistert. Die Kamera zeigt dann hin und wieder im Sentry-Mode, wer alles geguckt hat. Sie kommen auf mich zu, wollen gucken. Ich komme teilweise gar nicht mehr richtig zur Arbeit und es macht einfach Spaß, dann den Kollegen das auch zu zeigen und die Begeisterung genauso zu sehen, wie ich sie habe. Hast du schon die ersten Probefahrten gebucht? Ja, ich habe schon jemanden, der unbedingt damit auch Probe fahren möchte, das stimmt. Alles klar, dann geht's jetzt gleich los. Ich leihe mir den Wagen jetzt von euch beiden aus. Wirklich super, herzlichen Dank, dass ich nach so kurzer Zeit den Wagen schon mal wieder haben darf. Gerne. Und wir machen jetzt quasi einen Vergleichstest, habt ihr gesehen, zwischen dem alten Model 3 und dem Model 3 Facelift. Und uns interessiert die Lautstärke bei der Autobahnfahrt wegen der Doppelverglasung und natürlich auch der Verbrauch auf einer Reichweitenstrecke, weil das neue Model 3 mit Facelift hat ja eine Wärmepumpe und das alte Model 3 hat eben keine. Und das ist mal interessant, um da mal einen Vergleich zu machen. So, wir haben im Prinzip zwei identische Model 3. Beide sind sogar blau. Christian hat eins Pre-Facelift und das hier von Götz ist Facelift. Beide sind Model 3 Long Range Dual Motor. Beide haben 19 Zoll Felgen. Christian hat die alten Felgen, ich habe die neuen Felgen. Christian hat keine Doppelverglasung vorne. Ich habe hier Doppelverglasung vorne. Und Christians Model 3 hat keine Wärmepumpe. Das Model 3 von Götz hat eine Wärmepumpe. Und dann schauen wir mal, wie sich diese Umstände auf den Verbrauch auswirken, ob es da überhaupt irgendwas gibt, was man messen kann und vor allem auch auf die Geräuschentwicklung. Ich habe hier zwei Dezibel-Messgeräte besorgt, mit denen wir die Lautstärke messen. Außerdem ein Frequenzspektrometer, wo wir die Frequenzen, die hier in diesem Auto auftreten, messen und dann auch vergleichen können, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt. Und dann gucken wir mal auch, ob es beim Verbrauch Unterschiede gibt. Dazu fahren wir wieder meine Verbrauchsstrecke von Bremen nach Bremerhaven. 130 Kilometer hin und zurück und ja, das wird ganz interessant, glaube ich. So, alle Tripmeter sind resettet. Wir haben beide die Heizung auf 20 Grad, Lüfter auf Stufe 3, Klimaanlage aus. Beide haben identische Reifensätze, mehr oder weniger. Und dann würde ich sagen, können wir starten. So, jetzt sind wir auf der Autobahn und fahren jetzt 120. Das heißt, hier ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Trotzdem wäre es mal jetzt schon ganz interessant zu messen, wie viel Dezibel wir bei Tempo 120 auf der Autobahn so ungefähr in beiden Autos haben. Na, so 69 ungefähr, wenn ich ruhig bin. Wir haben es heute übrigens ein bisschen nebelig und es ist 6 Grad draußen, also ziemlich herbstlich. Und jetzt nach 20 Kilometern habe ich einen Durchschnittsverbrauch mit diesem Model 3 von 209 Wattstunden, also 20,9 Kilowattstunden bei Tempo 120. Und jetzt frage ich doch mal bei Christian nach, was er hinter mir, was er für einen Verbrauch hat. Okay, das ist aktuell 2, also
gute Nacht. Ja. Wenn ich jetzt so fahre, 130 auf der Autobahn und wir haben einen sehr glatten Betonboden, finde ich den Wagen jetzt nicht laut, muss ich sagen. Also ist vielleicht subjektiv ein bisschen lauter als mein Model S, aber jetzt nicht wesentlich. Und wenn die Autos an mir jetzt vorbeifahren, einige überholen mich gerade, ist die Geräuschkulisse nicht laut. Also im Vergleich zu den anderen Autos, die ich jetzt schon gefahren bin, auch zu meinem letzten Auto, das war der ID.3, bei 130 hier empfinde ich es hier in diesem Model 3 Facelift nicht als lauter als im Model 3, als im ID.3, sondern also eigentlich ist die Geräuschkulisse recht angenehm. Man kann sich noch super unterhalten, also Windgeräusche kaum, Rollgeräusche sind sehr leise, auch Windgeräusche jetzt vom Außenspiegel, finde ich, hört man kaum, wirklich fast gar nicht. Die Werte mit dem Dezibelmessgerät sind hier relativ nah bei dem, was ich bei meinem Model S vorhin mal gemessen habe, bei 130. Da lag ich auch so zwischen 66 und 69 dBA hier auf der A27. Wir haben heute einen ziemlich trüben Novembertag und es sind ungefähr 6 Grad draußen und die Heizung ist hier auf 20 Grad eingestellt bei uns beiden. Das heißt, die Wärmepumpe kann jetzt auch mal ein bisschen zeigen, was sie bringt. Bis jetzt, nach knapp 40 Kilometern Fahrt, habe ich einen Verbrauch von 207 Wattstunden, also 20,7 Kilowattstunden. Und dann frage ich doch gleich mal bei Christian, ob das bei ihm genauso ist. Hallo Christian! Und wieder mal eine Wertabfrage. Was hast du denn jetzt für einen Verbrauch bei 130 Kilometer die Stunde? Also der absolute über die ganze Strecke ist jetzt 204 Wattstunden. Okay, 204. So, jetzt sind wir noch ein bisschen schneller gefahren. 150 eine Strecke, um mal die Lautstärke zu messen. Leider ist dieses Dezibelmessgerät nicht so besonders gut, glaube ich, weil es schwankt so stark. Man kann im Prinzip nicht wirklich einen Mittelwert ablesen. Es ist von bis. Es ist ein bisschen doof. So bleibt mir dann irgendwie am Ende nur so ein bisschen mein subjektives Gefühl gleich, wenn ich den Wagen wechsle. Das machen wir nämlich in Bremerhaven. Da tauschen wir die Autos und dann fahre ich mit dem Pre-Facelift zurück. So, wir sind gleich in Bremerhaven, 60 Kilometer gefahren und dann machen wir die Wende und vor allem tauschen wir gleich die Autos. So, wir sind 65 Kilometer unterwegs und haben 206 Wattstunden im Durchschnitt verbraucht. Das sind 20,6 Kilowattstunden. Gefahren, wie gesagt, zwischen 130 und auch mal 150. Was hat er denn? Und jetzt machen wir hier die Wende. Schönes Auto! Danke, du auch. Danke, dann viel Spaß zurück. Okay. So, jetzt haben wir die Autos getauscht. 20,5 Kilowattstunden war das Facelift Model 3, 20,3 Kilowattstunden das Pre-Facelift Model 3. Also würde ich mal sagen, beide gleich. Das sind Toleranzen, das kann man vernachlässigen. Von der Lautstärke her war das mit den dB-Messgeräten zwar ein bisschen suboptimal, aber jetzt fahren wir halt zurück und ich sitze jetzt hier im Pre-Facelift und ich habe zumindest einen subjektiven Eindruck, wie ich die Lautstärke hier empfinde.
Also den ersten paar Kilometern hier auf der Autobahn in dem Pre-Facelift Model 3 ist es bei 120 spürbar lauter, finde ich. Also die Windgeräusche gerade hier vom Seitenfenster, die sind deutlich präsenter als bei dem Facelift. Auch wenn das Dezibel-Messgerät eigentlich dieselben Werte anzeigt, aber dieses Messgerät ist leider viel zu ungenau. Das subjektive Empfinden ist, dass hier höhere Frequenzen wahrnehmbar sind, also vom Wind. Windgeräusche deutlich lauter. Bei Tempo 150 hier auf der Autobahn mit dem Pre-Facelift und ich finde es deutlich lauter, also spürbar lauter als im Facelift. Einfach mehr Windgeräusche, vor allem auch von der Seite hier, das merkt man. So, 115 Kilometer unterwegs jetzt. Mit diesem Pre-Facelift habe ich 21,4 Kilowattstunden verbraucht bisher. Und dann sind wir gleich auch wieder zu Hause, fahren wir von der Autobahn runter und dann bin ich mal gespannt, was Christian sagt, ob er es auch subjektiv so empfindet, der jetzt ja in dem Facelift fährt, dass das deutlich leiser ist als das Pre-Facelift. Ja, wir sind wieder zu Hause angekommen. Jetzt stellt sich also die Frage, wo liegen jetzt die Unterschiede zwischen dem Pre-Facelift Model 3 im Gegensatz zum Facelift Model 3? Man kann schon mal sagen, beim Verbrauch sind die beiden trotz der Wärmepumpe hier komplett identisch. Ich habe hier, oder das Facelift Model 3 hier hat für die Strecke 130 Kilometer rund von Bremen nach Bremerhaven und zurück 209 Wattstunden gebraucht. Das Pre-Facelift-Modell hat auf der Anzeige 208 Wattstunden. Das ist komplett identisch. Temperatur war auf 20 Grad eingestellt, Klimaanlage aus. Wärmepumpe scheint auf der Autobahn dann nicht so einen großen Effekt zu haben. In der Stadt mag das eventuell anders sein. Geräuschkulisse würde ich sagen, subjektiv hier im Facelift Model 3 ist es leiser. Es sind weniger Windgeräusche zu hören, das Frequenzspektrum ist irgendwie angenehmer. Ich hoffe, ich kann nachher nochmal die Frequenzaufzeichnung der beiden Profi-Messgeräte auswerten. Diese Dezibel-Messgeräte leider, die waren nicht so brauchbar, weil die Anzeige schwankte dermaßen, sodass keine vernünftigen Werte ablesbar waren, sodass ich nach meinem subjektiven Hörgefühl gehen muss. Und das sagt mir, dass es hier etwas leiser ist als im Pre-Facelift. Ja, dann kommen wir doch nochmal zur versprochenen Frequenzanalyse, die wir mit unserem Profi-Messgerät aufgezeichnet haben. Dieser Graph ist ziemlich interessant, finde ich. Was sehen wir hier? Wir sehen hier zwei Kurven, nämlich eine grüne und eine rote. Die grüne Kurve, die betrifft das Pre-Facelift-Modell. Die rote Kurve betrifft das Facelift-Modell. Und in diesem Graph haben wir alle Frequenzen des für Menschen hörbaren Spektrums von ungefähr 16 Hertz bis 18, 20 Kilohertz aufgezeichnet. Und zwar sind das die gemittelten Schallpegel für jede einzelne Frequenz während der gesamten Fahrtdauer für beide Autos. Und hier sieht man ziemlich gut, dass zwar im unteren Frequenzbereich unter 2 Kilohertz eigentlich das Model 3 Facelift ein bisschen lauter ist oder der Schalldruck der Frequenzen ist höher als im Model 3 Pre-Facelift, aber ab 2 Kilohertz bis ungefähr 7 Kilohertz ist das Model 3 Facelift deutlich leiser, beziehungsweise der Schalldruck der Frequenzen ist leiser. Und interessanterweise ist genau dieser Bereich von 2 kHz bis ungefähr 7 kHz der Frequenzbereich, wo Menschen am besten hören. Natürlich nehmen wir auch Frequenzen darüber und darunter wahr, aber hier ist der Schalldruck für uns nicht so sehr auseinanderzuhalten. Das heißt, da sind die Lautstärke, das Gefühl der Lautstärke ist dann nicht so gut wahrnehmbar. Also ist es völlig klar, Model 3 Facelift ist auch messbar vom Schalldruck her
deutlich leiser, zumindest in den Frequenzen, die wir Menschen am besten hören. Es ist aber jetzt nicht so drastisch, dass jeder, der ein Pre-Facelift Model 3 hat, sich ärgern müsste, dass er keine Doppelverglasung hat und sich auch nicht ärgern müsste, dass er keine Wärmepumpe hat. Die Unterschiede, finde ich, wie dieser Test zeigt, sind doch relativ marginal. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wurde nach diesem Test sehr, sehr oft in meinen Kommentaren gefragt, dass ich das doch bitte mal machen möchte. Gerade nach diesem Abholungsvideo, wo ich mit Götz in Hamburg war. Und ich bin dem natürlich sehr gerne nachgekommen. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Götz und auch bei Christian, dass sie mir beide ihre Model 3 zur Verfügung gestellt haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.